Ja, moin moin vom Hof Alte Mühle und schön, dass ihr mal wieder bei uns reinschaut. Heute wollen wir die Küken von so einem kleinen Freilaufgehege, ungefähr so groß, mal auf die Grünfläche bringen. Dazu werden wir euch mitnehmen und ja, ihr könnt schauen, wie die kleinen Kükchen das erste Mal auf der Grünfläche laufen. Ja, schaut mal, da ist die wilde Bande und so langsam wird es hier drin erstmal auch ein bisschen eng. Und ja, geschart wird hier auch wie wild. Ja, und so sieht so eine Tränke aus, wenn wir hier nach Hause kommen. Ja, und dazu fangen wir die Teufel jetzt und dann geht's endlich ab nach draußen in ein größeres Gehege. So, die Wärmeplatte zieht natürlich noch mit um, weil die Kleinen doch noch nicht so weit sind, dass sie hier komplett durchgefiedert sind und überhaupt gar keine Wärme mehr brauchen. Macht sich übrigens bei so einem Freilaufgehege mit so einem Eingriff von oben richtig super. So, dann legen wir los. Oh, mein Arm ist zu kurz. Eins und zwei. Ziehen um. Nochmal rein. Schaut mal, wer immer dabei ist, egal wo wir uns bewegen, Frieda. Frieda schaut immer ein bisschen aus dem Fenster. So, ich werde Sina jetzt bei den letzten hier mal ein bisschen unterstützen. Wupp, da haben wir eins. Gar nicht so einfach, den kleinen Teufel hier festzuhalten. Eine Hand die Kamera und andere Hand die Küken fangen. Wupp. So, die letzten zwei. So, die letzten zwei. Ich übergebe mal und helfe mal hier ein bisschen hoch. Schwupp. Ja, und jetzt ziehen wir mit dem los. Rums. Ich bin die Kükenbeauftragte. Kükentransport Sina Ruhr. So. Wie war das immer schön in die Kamera gucken, ne? Yep. Hier ist übrigens schon Teil 2.0 dabei. Und das Gehege hier haben wir heute vorbereitet für die kleinen Kükis und deshalb sind die Enten hier ausgezogen. Ja, und hier haben wir die kleinen Entis, die schon nun gar nicht mehr so klein sind. In einem der beiden Freilaufgehege, hier auch mit schön grün, da sind die schon ordentlich runter gepettet und auch sehr, sehr viel schon geschnattert. Gibt jeden Tag Entenflott da hinten noch in dem Topf, aber bald gibt es auch eine Bademöglichkeit. So, wir nutzen die Zeit natürlich auch direkt, um die Tiere nochmal direkt zu begutachten im feinen Licht und wollen vielleicht schon mal schauen, ob wir hier Hahn oder Henne vor uns haben. Genau. Ja, ab und an gibt es auch mal ein bisschen Sprachkrebs. So, denke, was haben wir denn? Eine Henne und es ist wieder ein Experiment und ich denke, es ist Chantal, ihre Schwester. Nummer 2 sieht perfekt aus, schöner Rosenkamm, der Dorn liegt an, gefällt mir. Perfekt, so wie es sein soll.
Nummer 3, auch optimal. So. Ich geh gar nicht runter. Kamikaze-Huhn hier. Der letzte Totleger. Wunderschön. Ja, wir haben hier nochmal im zweiten Schwung ein paar silberne Totleger gezogen, um das ein bisschen zu kompensieren, dass wir im ersten Step hier sehr, sehr viel Gold gebrütet haben und die Befruchtung von den silbernen halt nicht ganz so gut war. So, deshalb sind hier noch ein paar mehr silberne dabei. Das erste Reichshuhn. Wir sagen schon mal sorry, falls der Wind uns hier die Tonaufnahmen ein bisschen verrasselt. Wir versuchen es natürlich in der Nachbearbeitung so gut wie möglich hinzukriegen. Auch ein Reißhuhn. Reißhuhn Nummer 3. Ganz wilder hier. Sieht auch perfekt aus. Ja, Reichshühner und Plymouth Rocks ist dieses Jahr, wie ihr seht, sehr, sehr mau. Womit das zu tun hat, dass das alles nicht so aus dem Ei kam, wie wir uns das gewünscht haben, ja, wissen wir auch nicht so genau. Wir können ja nicht immer Glück haben mit allen Rassen. Dafür lief es ja mit den Totlegern sehr gut. Ein Rock. Nummer 3. Ein kleineres Exemplar, Nummer 4. Und noch eine kleine Maus. So. So, jetzt gibt Futter und Wasser und dann geht's los hier. Auf jeden Fall. So, wir schauen natürlich auch nochmal in den Stall. Upp. Hier habe ich frisch eingestreut, sodass die Kleinen hier eine gute Übernachtungsmöglichkeit haben. Hier kommt nachher noch die Wärmeplatte rein. Und aufgrund des flexiblen Dachs ist das auch nicht das Problem, da eben das Verlängerungskabel regensicher da oben einzubringen. So, schaut mal. Jetzt haben wir ihnen hier Fressen und Trinken reingestellt. Die sind jetzt hier eine halbe Stunde drin und das sieht schon so aus, als wenn sie sich hier wohlfühlen können. Gucken wir mal, ob sie abhauen, wenn ich die Klappe aufmache. Ja, das ist doch cool. Vor allen Dingen ist uns dieses Teil, es ist immer unglaublich schwer zu tragen, aber ist auf jeden Fall eine Nummer, wo wir wissen über Tag, hier passiert nichts. Weder Rabe, noch Greifvogel, noch Fuchs, noch Marder, noch irgendwas in der Art. Also für die ersten Wochen eine ideale Geschichte, wenn es schon draußen warm ist und sie schon schön zugefiedert sind. Ja, das Einzige, was hier ein bisschen tricky ist, dass wir die Kleinen hier das erste Mal abends in den Stall bekommen. Lina probiert das hier mit dem Stock und wedelt die da rein. Und ich hänge schon ein paar Minuten.
Aber das wird. So, geschafft. Konnte ich euch jetzt gerade, ich musste hier unterstützen, deshalb konnten wir es leider nicht filmen. Aber so sieht es jetzt hier auch mal drin aus. Wir haben hier die Wärmeplatte reingestellt. Das Ganze kann dann hier auch wasserdicht. Hängen das Verlängerungskabel. Ja, und die Kleinen haben ja hier ihr Fenster drin. Demzufolge machen wir jetzt hier gleich zu, so dass die hier auch nachher unter die Wärmeplatte können. Die werden wir noch ein bisschen hochstellen. Die ist ganz schön niedrig. Beziehungsweise das Einstreu ist recht groß. Ja, die Kamera hängt hier im Stall. Ihr hört wahrscheinlich das Geschiebe. Wir freuen uns riesig, dass ihr wieder zugeschaut habt, wie unsere Kükis das erste Mal nach draußen gezogen sind. Ja, und dann sagen wir, schaut wieder rein. Bis bald auf dem Hof Alte Mühle. Macht's gut. Ciao. Ciao.